Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mit einer Akkuladung am Wasser. Ich werde heute mal meine Meerforellen-Kombo ausführen an einen Kiesteich. Ich muss erstmal um die Ecke fahren. An einen Kiesteich, in dem es Forellen gibt. Und ich habe mir so ein paar Montagen überlegt, Fluorocarbon und so weiter. Ich werde mal schauen, was dann am Wasser so geht. Jetzt sind wir gleich da. So sieht das hier aus. Also eigentlich total klasse. Mal was anderes als am Fluss, aber hoffentlich auch mit Fisch. Ich bin ganz zuversichtlich, denn da sind eigentlich immer mal ein paar gute Forellen möglich und ich kann ja heute weit werfen. Mit einer Meerforellenroute geht das ja sehr gut. Also bis gleich, jetzt muss ich mich erstmal abschneiden. So, ich habe irgendwie auch nicht viel dabei. Meine Köder sind hier in der Tasche. Da ist meine Rute. Das ist die Lars Hansen Sea Trout. Ja, mit einer schönen 2000er Rolle aus Magnesium. Die ist super leicht. Und hier haben wir den lecker Kescher, der gleich gefüllt wird. Und ich denke, so kann das losgehen. Das Wetter passt. Es ist ein toller Herbsttag. Und ihr seht schon, da ist das Wasser. Und da geht es jetzt rein. Ja, zum Tackle ist Folgendes zu sagen. Wir haben also an diesem tollen Herbsttag die Lars Hansen Sea Trout dabei. Natürlich auch eine richtig geile Spinnrute. Mit einer Länge von 3,15 und einem Wurfgewicht so bis 40 Gramm. Das passt. Hat eine relativ gute, weiche Spitze. Aber auch ein hartes Rückgrat. Das heißt, wir können einen großen Fisch gut haken und die Forelle kann sich nicht so schnell freikämpfen. Das ist von Vorteil. Ein bisschen von Nachteil ist, dass man nicht ganz so weit werfen kann, als oder wie wenn die Rute etwas steifer ist. Aber gut, das hat jetzt in dem Falle nichts gemacht, denn ja, die ganze Zeit ist nichts passiert und plötzlich haben wir einen Fisch an der Angel. Und den zeige ich euch mal. Wir haben ja Glück gehabt. Denn wir haben ja Glück gehabt. Wir haben also hier diese tolle Forelle überlisten können. Und ich denke, das ist Angeln. Ich muss jetzt gleich wieder los, meine Töchter vom Reiten abholen. Ich hatte also nur anderthalb Stunden die richtige Ausrüstung dabei. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Was soll ich sagen? Das ist Angeln. Ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. Aber in diesem Fall, also ich sage euch, der Phantom F Legend geht immer. Geht immer. Da, wo Forellen sind, ist das der richtige Köder. Und die Rute ist perfekt. Alles leicht und fein und trotzdem sehr stabil. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen im Drill, wie das ganze Gerät das auch abgefedert hat, was die Forelle hier veranstaltet hat. Schon erste Sahne. Da sind wieder welche oben. Also, wartet mal. Mensch, ich war so
aufgeregt und voller Adrenalin gerade über diesen tollen Fang, wollte ich euch noch erzählen, was nicht schlecht ist, dabei zu haben. Also zum Beispiel hier so ein Tampen, ein Stück etwas längere, dickere Schnur, um den Fisch auch zu transportieren die ganze Zeit. Könnt ihr ihn ins Wasser hängen, wie auch immer, er bleibt ein bisschen frischer, als wenn er irgendwo im Gras liegt. Ist sicherlich keine schlechte Idee. Also habe ich mir von den Meerforellenanglern abgeguckt, die haben sowas in der Richtung immer dabei. Und dann könnt ihr so einen Fisch einfach auch toll transportieren. Durch die Kiemen geführt, vorne wieder durch. Natürlich nicht lebendig, das sollte klar sein. So. So, der Angelabend neigt sich dem Ende zu. Ich bin voll zufrieden. Und ich fahre jetzt nach Hause. Der Akku ist gleich leer. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt, eine Akkuladung am Wasser. Die nächste Folge wird sehr wahrscheinlich von der Ostsee sein, wo es auf Dorsch und Meerforelle geht, vom Strand aus. Also seid gespannt. Es wird noch etwa 3 Wochen dauern. Und dann zeigen wir euch vielleicht, oder zeige ich euch vielleicht einfach mal, ein paar tolle Dorsche und ein paar richtig tolle Meerforellen an einer richtig tollen Location. Das macht richtig Spaß. Also, ciao.